Die Filmwelt fiebert dem Festival von Cannes entgegen. Und jetzt steht auch die Jury fest, die Ende Mai die begehrte Goldene Palme in Südfrankreich vergibt. Geleitet wird das Gremium von den Coen-Brüdern, die mit Filmen wie The Big Lebowski oder No Country for Old Men Filmgeschichte schrieben. Mit Jake Gyllenhaal und Sienna Miller zieht reichlich Hollywood-Glamour in die Jury ein. Sophie Marceau gibt dem Jurorenteam die französische Note. Der kanadische Filmemacher Xavier Dolan ist mit 26 Jahren das jüngste Mitglied. Er war schon als 20-Jähriger in Cannes mit seinem Debütfilm I Killed My Mother. Komplettiert wird die Jury von der spanischen Schauspielerin Rosy de Palma, bekannt aus den Almodóvar-Filmen, dem mexikanischen Regisseur Guillermo del Toro und der Sängerin Rokia Traoré aus Mali. Aus Hollywood kommt dieses Jahr wieder viel Prominenz an die Côte d'Azur. US-Filmemacher Gus Van Sant schickt The Sea of Trees ins Rennen mit Matthew McConaughey und Naomi Watts. Der Kanadier Denis Villeneuve präsentiert den Drogenthriller Sicario mit Benicio del Toro in einer der Hauptrollen. Cate Blanchett und Rooney Mara verkörpern in Carol ein lesbisches Liebespaar im New York der 50er Jahre. Vom 13. bis 24. Mai sollen insgesamt etwa 20 Filme um die Goldene Palme konkurrieren. Deutsche Regisseure haben es bisher nicht in die offizielle Auswahl geschafft. Es soll aber noch Nachrücker geben. We'll be right back.